Freistoß, Lionel Messi. So. Und er verschießt. Geil. Ich hasse Grätschen so sehr, aber ich mach's selbst oft. Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. So, jetzt nach einer Woche Pause bin ich wieder zurück. Bei mir privat sind jetzt einige Sachen passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Von daher, ja, ich musste halt erst mal schauen, dass ich das so wieder hinbiegen kann. So, nach einer Woche Pause starten wir mal wieder einen normalen Footdraft. Wie gesagt, ich will ihn endlich gewinnen, ich will ihn mit euch gewinnen. Und ja, ich bin jetzt ganz schön gespannt nach dem Throw the Dice, ob ich diesmal bis ins Finale komme oder mal zwei Runden weiter. Ich würde jetzt sagen, wir starten eigentlich sofort los. Heute denke ich mir, wir nehmen 4-3-3 offensiv. Mit der spiele ich privat jetzt momentan auch und ich bin auch ziemlich erfolgreich. So, wer ist unser Starspieler? Dieser scheiß Hype, der verfolgt uns momentan, der ist überall dabei. Aber wir nehmen Marco Reus, mit dem habe ich eigentlich noch gar nicht gespielt. So, wer ist unser Stürmer? Ja, das beginnt schon mal alles ziemlich, ja, wie soll man sagen, scheiße. Rechter Flügel. Was sind das bitte für Spieler? Das gibt es ja nicht. Oh mein Gott, ja, Figolino oder Figolini. Ich hoffe, dass wir bei der Bank. Der neue, bessere Spieler, ja, machen wir das auch mal auf ganz schnell. So, ich mach das jetzt auch ganz schnell. Oh mein Gott, das schaut richtig, richtig banal aus. Was soll das Ganze? Ein Feister. Wen haben wir da? Wow, oh mein Gott. Das ist ja ziemlich kacke hier. Oh mein Gott. Gott. Also was soll ich dazu sagen? Also das gefällt mir momentan überhaupt gar nicht. Oh shit, shit, shit. Ja, den Torwart vergesse ich auch immer. Eieieiei. Bitte, die Ersatzbank muss uns auch ein paar Sachen bringen. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, das ist wirklich ein scheiß Team. Oh mein Gott, was soll ich da nehmen? Das gibt es hier nicht. Was soll ich da nehmen? Normalerweise, wenn es um die Chemie gehen sollte, sollte ich Record Break Hero Lewandowski nehmen, aber ich brauche einen, ich liebe diese 5-Star Skiller, wobei Messi, ob ich nicht diesmal Messi nehme, ich habe mich jetzt ziemlich an die kleinen, wenigen Spieler gewöhnt, das ist jetzt ziemlich schwierig, heute nehme ich Messi, ich nehme Messi. Oh, Material. Oh, jetzt kommen noch einmal die ganzen Spieler. Eieieiei. Oh mein Gott. Wen soll ich denn nehmen? Ich nehme Alexis Sanchez. So kann es eigentlich. Boah, endlich Ronaldo und Messi zusammen. Jawohl. Jawohl. Super, super, super. Shit, shit. Ich habe mich aber nicht auf die Innenverteidigung konzentriert. Ja, eigentlich so im Großen und Ganzen schaut das Team nicht so schlecht aus. Wobei, ich habe ziemlich oft einfach weiter gedrückt und jetzt fehlen mir die Innenverteidiger. Das ist ziemlich bitter, also das habe ich ziemlich, ziemlich blöd und unüberlegt gemacht. Ich lasse mir kurz Zeit und schauen wir mal an,
was ich aus dem Team so rausholen kann, was die Chemie angeht. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen sich gleich. So, jetzt habe ich mir aber ziemlich lange Zeit gelassen, also es ist ziemlich schwierig, diese guten Spieler da in eine Startelf zu bringen. Jetzt muss ich dann auch überlegen, wann ich Ronaldo einwechsle. Der wird auf jeden Fall kommen. Der wird statt Alexis, denke ich, mir mal irgendwann ins Spiel reinkommen. Ja, jetzt kommt noch der Trainer, denke ich. Oh, das ist ein Portugieser, das ist nicht schlecht, schon einmal für die Premier League. Für die Premier League und ja, ich denke mir, wir machen das so, oder? So werden wir spielen, 78er Chemie. Und ja, also das Team schaut eigentlich so im Großen und Ganzen nicht schlecht aus. Ich denke mir, wir suchen sich jetzt einen Gegner. So, Gegner gefunden, ein Franzose. Jetzt bin ich gespannt auf sein Team. Er hat Lacazette, Marco Reus, Zuma, Marti, Mkhitaryan, De Gea. Ziemlich solides Team, aber so schaut meines besser aus. Ich würde mal sagen, ab ins Spiel und wünsche mir Glück. Lionel Messi und super De Gea. Eckball. So, was macht er? Elfer, super. Und einfach mit drauf oder nein, links. Oh mein Gott, das gibt es nicht. War ja klar eigentlich. Das war ja so klar, dass ich, wenn ich aufnehme, nicht treffe. Freistoß, Lionel Messi. So. Und er verschießt. Geil. Super. Oh, noch ein Elfer. Machen wir es jetzt besser. Einfach jetzt mit dem Auf. Oh nein! Was ist los? Das gibt's nicht. Alles klar. Oh mein Gott. Heute bin ich ziemlich gut gelaunt, deswegen nehme ich das locker. Oh, ich bin auch froh, dass er jetzt einen geschossen hat. Weißt du, das wäre meine Mine natürlich wieder da unten gewesen. Halbzeit. Ich habe leider 12 Meter verschossen. Aber wie gesagt, ich bin heute sehr, sehr gut gelaunt. Von daher stört es mich nicht. Vom Spielverhältnis her schaut eigentlich ziemlich gut aus für mich. Aber man hat es in den letzten Videos schon gesehen. Es hat ziemlich oft gut für mich ausgeschaut und dann habe ich eh verloren. Aber ich hoffe, dass ich diesmal nicht verliere, weiterkomme und ja, einfach weiterkomme. Also, weiter geht's. Ich hasse Grätschen so sehr, aber ich mach's selbst oft. Alter, das gibt es nicht, das gibt's nicht. 1-0 für den Gegner, Ecke, Tor, fuck. Ach Gott, okay. Aber ist auch Standard, dass ich 1-0 hinten bin. Und nichts. Oh Gott, jetzt aber, das gibt's nicht, warum immer lange Bälle, kannst du es nicht spielerisch, mein Freund? Grätschen lange Bälle, das ist er, Grätschen lange Bälle, jetzt, boah, nein, shit, das gibt's nicht, das beginnt das schon wieder. Robin van Persie zum Glück daneben. Oh, Nachspiel. Ah, super, geil gegangen. Sehr schön gemacht. Oh mein Gott. Das war mehr als verdient. Super gemacht. Boah, jetzt muss ich das Spiel, ich hätte das am Anfang zu locker nehmen sollen. So, jetzt gehen wir mal in die, wie heißt das, Verlängerung. 8 zu 5, 11 zu 6. Ja, ich glaube, mein Fehler war, dass ich am Anfang das jetzt nicht so ziemlich ernst genommen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, ich habe jetzt eh so super Spieler. Das wird sich schon noch regeln. Boah. Aber nein, es hat sich nicht von selbst geregelt, von daher, jetzt gebe ich auf jeden Fall Gas. So. Jawohl.
Ja, ja, ja. Super, super. 2-2-1. Ronaldo, ich habe jetzt zwar von meinem Freund ziemlich oft gehört, dass ich das unterlassen soll, dass ich zu viel in Strafraum skillen soll und einfach abziehen soll, aber ich kann nicht anders. Erstens schaut das ziemlich gut aus und zweitens, ja, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht anders. 2-2-1, Griesel, ich liebe dich, super gemacht und das müssen wir jetzt mit nach Hause nehmen, das Ergebnis. Er hat aufgegeben! Er hat aufgegeben, das heißt ein fixer Sieg für uns. Hat sich nichts mehr damit. Konnte sich nichts mehr ausrechnen, aber er hat es gesehen. Ich habe da ziemlich aufgeholt jetzt. Ich würde sagen, wir reden nicht lange weiter und machen uns in das zweite Spiel auf. Und ja, wir sehen sich gleich. Gegner gefunden. Schauen wir mal, was er für eine Mannschaft hat. Ich will immer wieder Juve, er nimmt sich die Pepsi. So, Payet in Form, wieder Lacazette, Antoine Griezmann, Rakitic, Jordi Alba. Schaut ziemlich schwierig aus, aber ja, ab ins Spiel mit uns. Boah, diese Verbindung geht mir jetzt schon am Käse. Ja, ich tue mir da jetzt schon ziemlich schwer. Oh mein Gott. Kauf dir doch ein besseres Internet, ich kann so nicht spielen. Oh mein Gott, ich hoffe, das wird nur besser. Schau das an, das gibt's ja nicht. Das gibt's nicht, ich kann so nicht spielen. Super, Jungs. Ich habe keine Chance momentan, ja. Das cuttet. Oh, und immer diese Eckbälle. Auf der Internet und Google, sondern. Nächster Schuss, ich glaube, ich hatte noch keinen Schuss. Es sind überhaupt keine Highlights von mir, weil ich keine Highlights habe. Ich komme mit diesem Internet nicht klar, was der hat. Ich glaube, das wird nichts werden. Das kann nichts werden. Ich bin so einer Latenz überhaupt nicht gewöhnt. Gut, ich hätte auch weiterklicken können, also ich hätte abbrechen können, aber ich suchte immer extrem ewig auf einen Spieler. Was soll das, du Kurzchemie? Das ist richtig zum Ärgern, dieses Spiel manchmal. So. Ja, zum Glück jetzt eine Chance gehabt. Natürlich Abseits, ja, war klar. Kein Abseits! Das war kein Abseits! Wahnsinn! Super schön gemacht! Ziemlich an der Grenze, aber sehr schön gemacht! Okay, ein Tor noch Rückstand. Ich hoffe, da lässt sich irgendwas noch drehen. Halbzeit. Man sieht, okay, ich wusste gar nicht, dass ich 4 Schüsse habe. Ich habe glaubt, das waren 2 Schüsse. Aber man sieht 9 Schüsse, 9 aufs Tor. Also der ist wirklich sehr am Drücker. Gut, der hat es ja schon gewohnt, seine Billigstoffverleitung. Super durchgesteckt. Speedless. Man, du kleiner Hampelmann. Fuck you! Nächste Chance. Verloren. Verloren. Ja, wie gesagt, ich bin am Anfang einfach nicht zurechtgekommen mit dieser scheiß Internetleitung. Ziemlich angefressen, angepisst, aber ja, was soll ich machen? Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Als nächstes wird Bayern's Road to Liga 1 kommen. Ich hoffe, euch hat trotzdem das Video gefallen. Wie gesagt, jetzt starte ich die Vorproduktion, das heißt, nicht wundern, wenn dieses Outfit jetzt ein paar Mal hintereinander kommen wird. Ja, ich habe auch noch Gewand zum Anziehen, bin aber wirklich gerade zu faul, um mich jetzt schauspielerhaft mäßig umzuziehen und zu glauben, ja, jetzt drehe ich an einem Mittwoch das Video, obwohl ich alles jetzt an diesem Samstag drehe und hin und her, keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt sofort weitermachen. Danke euch fürs Zusehen. Schade, wieder nicht geschafft. Aber ich werde das auf jeden Fall noch mit euch gewinnen. Erstes Match war ziemlich arrogant. Zweites Match war die Internetleitung. Ich will keine Ausreden finden oder suchen. Aber es ist einfach so. Von daher, ja, was soll ich machen?
kein Problem für mich. Ich bin heute wirklich extrem gut gelaunt. Und ja, tschüss euch. Baba, wir sehen uns.